Das Ziel der Bundesregierung, möglichst schnell, möglichst viel Gas zu sparen, um Deutschlands Versorgung für den Winter sicherzustellen, sorgt für unterschiedliche Reaktionen. Während Teile der Wirtschaft wohlwollend auf die Vorschläge des zuständigen Ministers Habeck reagieren, etwa wieder auf Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung zu setzen, äußert die politische Opposition scharfe Kritik. Nachdem Russland die Gaslieferungen an Deutschland weiter reduziert hat, soll vor allem die Industrie versuchen, auf alternative Stromerzeugung umzuschwenken. Mehr Stromerzeugung mit Kohle statt aus Gas. Das sehen die Pläne des Bundeswirtschaftsministers vor. Dafür sollen auch Kraftwerke, die schon Teil der Reserve sind, wieder in Betrieb genommen werden. Bei Braunkohle ist das nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft relativ problemlos möglich. Die können sie wieder auch in einem relativ überschaubaren Zeitraum wieder zur Verstromung anfahren. Bei der Steinkohle geht das auch. Da müssen sie noch darauf achten, dass sie natürlich die Ressource auch zur Verfügung haben. Also wir müssen auch Steinkohle importieren. Für die Union kommt der Vorstoß von Wirtschaftsminister Habeck zu spät. CDU und CSU bringen eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke ins Spiel. Es gibt keine Argumente außer rein ideologischen Basta-Argumenten, die Kernkraft nicht zu verlängern, zumindest solange diese Krise überwunden ist. Ganz ähnlich argumentiert die FDP, die Teil der Ampelregierung ist. Ende des Jahres werden die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Eine Verlängerung der Laufzeiten halten Energieexperten für schwer umsetzbar. Auf die Verlängerung der Atomkraftwerke ist ja niemand vorbereitet. Die Unternehmen haben die Verträge gekündigt, zum Teil sind die Leute schon umdisponiert. Also das wäre ein Sprung in das ganz kalte Wasser. Und darüber hinaus sind natürlich die Probleme, die wir haben mit der Atomenergie, nicht gelöst. Das Ziel der Bundesregierung klar, Gas sparen, um die Speicher vor dem Winter, soweit es geht, zu füllen. Die Debatte, wie das am besten gelingen soll, die wird weitergehen. Ja, die Gaspreise steigen weiter. Beim Öl dagegen heute etwas Entspannung. Bettina Seidel an der Börse. Wie kommt das? Ja, durch Sorgen, dass unsere Wirtschaft jetzt in die Rezession driften könnte. Man spricht auch etwas flapsig hier von dem bösen R-Wort Rezession, ein Wirtschaftsabschwung. Der könnte tatsächlich entstehen, wenn die hohen Energiepreise für Unternehmen nicht mehr tragbar sind. Unternehmen haben ja noch höhere Preissteigerungen zu schultern insgesamt als wir Verbraucher. Die Erzeugerpreise sind im Mai nämlich um über 33% gestiegen. Wenn dann jetzt noch die Notenbanken die Zinsen anheben, um vermeintlich die Inflation runterzubringen, dann bedeutet das für Unternehmen noch höhere Kosten. Sollte die Wirtschaft also wirklich schwächer werden, wird natürlich weniger Öl benötigt und das drückt den Preis. Heute unter 113 Dollar, das Fass von den Höchstpreisen von knapp 140 Dollar, also wieder weit entfernt, auch wenn wir das an der Tankstelle noch nicht sehen. Der DAX heute wieder etwas erholt, plus 0,9% auf 13.240 Punkte und das trotz Rezessionsangst. Danke, Bettina Seidel nach Frankfurt am Main. Der große Verlierer der gestrigen Parlamentswahl in Frankreich ist Präsident Macron. Er hat mit seinem Mittebündnis die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verloren und ist künftig zur Zusammenarbeit mit der Opposition gezwungen. Anders als in Deutschland ist das in Frankreich eher ungewöhnlich. Offen ist darum, wie Macron künftig politische Mehrheiten organisieren will zwischen einem gestärkten Linksbündnis und einer kraftstrotzenden Rechten um Marine Le Pen. Ihm ist die Wiederwahl in seinem Wahlkreis gelungen. Aber gute Laune will bei Macrons Innenminister Gérald Darmanin beim Einzug in die Nationalversammlung heute nicht aufkommen. Es ist wichtig, in einer Demokratie auf die Stimme des Volkes zu hören. Und es ist immer wichtig, dabei demütig zu bleiben. Macrons Parteienbündnis hat bei der Parlamentswahl seine absolute Mehrheit eingebüßt. Jetzt muss der Präsident neue Partner finden, um seine Reformvorhaben wie die Erhöhung des Renteneintrittsalters durchzusetzen. Das will er verhindern. Jean-Luc Mélenchon von der extremen Linken, der im Wahlbündnis NUPES Linkspartei, Grüne, Sozialisten und Kommunisten vereint hat. Gemeinsam wurden sie zweitstärkste Kraft. Wir brauchen nun eine einheitliche Fraktion in der Nationalversammlung. Natürlich kann jeder auch seine eigene Arbeit machen. Keiner wird übergangen. Aber das Signal an das Land muss sein, wir sind ein Block. Doch die Einigkeit, die das Linksbündnis gestern Abend noch ausstrahlte, bröckelt schon an Tag 1. Grüne, Sozialisten und Kommunisten haben einer gemeinsamen Fraktion eine Absage erteilt. Das würde bedeuten, dass sie die zweitgrößte Fraktion bilden könnte. Marine Le Pen und ihre Rechtsaußenpartei Rassemblement National.
Sie konnte ihre Mandate mehr als verzehnfachen und verlangt nun den einflussreichen Vorsitz im Haushaltsausschuss. In Frankreich stehen intensive Verhandlungen bevor.